Hallo und willkommen zurück zu Resident Evil 6 mit Ada Wong und den namenlosen Helden. Er ist Agent. Er ist einfach ein Agent. Mehr nicht. Agent No Name? Nein, einfach Agent. Mein Name ist Agent Agent. Ja. Meine Eltern wussten damals schon, ich werde Agent. Lesen wir es dann. Wir sind auf dem U-Boot, ne? Ja. Ah, ziemlich großes eigentlich. Naja. Ja. Ein bisschen aufpassen, ey. Hier, wenn ich jetzt zum Beispiel weitergehe, dann kannst du die Waffe nicht aufheben. Oh, ich hab sie schon. Ja, ich sage ja nur, wenn ich es tun würde. Ich hab's ja nicht gemacht. Was ist denn hier noch? Ach, okay. Holy shit. Mann, 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 Mann. Du hast hier oben. Na, egal. Er geht auf seine eigenen Adventures einfach. Ich bin aber mal den anderen Weg gegangen. Vergiss dabei die Hälfte an Sachen zu looten, aber hey. Whatever, ist nicht mein Problem. Lag da was Besonderes? Munition für die Schrotflinte? Das ist so wichtig. Naja, schon. Oh Gott. Ich habe ein ganz mieses Gefühl, neben so einem roten Fass stehen zu bleiben. Ja, hatte ich auch. Deswegen bin ich da weggegangen. Hier geht es das eklig, wenn die explodieren, ey. Wenn du den Schädel wegpustest. Und zwar, dass da Pfeile liegen, weil ich sie nicht nehmen kann. Nee, kannst du auch nicht. Wieso habe ich eigentlich keine Armbrust? Hast du die Pfeile jetzt mitgenommen? Ah, ich habe irgendwelche Pfeile mitgenommen. Verdammt nochmal. Erst nachdenken und dann schießen. Ach, ich muss hier längs. Tschüssi! Wir sehen uns in der Hölle! Jawohl! Die Schießhülle ist beschädigt. Sofortige Evakuierung vorbereiten. Piss dich. Hat nicht so gut geklappt. So. Ich bin falsch. Na gut, ich dann auch. Steh du mal weiter darum. Oh Mann. Jetzt liegt da. Das U-Boot wird's wohl nicht mehr lange machen. Spring! Jojo! Spring! Ich hab doch keinen Haken. Ich hab aber die Simulationsfähigkeit. Die ist doch eh viel besser. Ja, die hat aber auch einen Haken. Oh Gott. Der hat auch einen Haken, ja. Kannst du immer nur machen, wenn ich sie, wenn ich mich ziehe. Ja. Ich find's so toll, dass hier alles nutzt, aber ich nicht richtig lenken kann, weil alles. Ja, eigentlich schleicht er noch auf den Rohr drauf. Aber jetzt bin ich hier. Ja. Du bist halt nicht so fail, weißt du? Du bist halt einfach immer schon einen Schritt voraus, ey. Jetzt hängt alles an dir immer. Ist auch besser so. Ich finde es alles gute Kunststück gemacht, aber mein Kunststück ist besser. Einfach auf da. Umgegrätscht, umgegrätscht. Wir haben keine Zeit, Leute. So. Tada! Oh Gott. Ich weiß nicht, wie gut du die Luft anhalten kannst, aber ich bin nicht besonders gut drin. Du hast eine Gasmaske auf. Das klappt schon. Von 30 Meter, aber. Oh Gott. Man muss nur bis 35 Meter klettern. Oh nein, hier ist Feuer. Da soll ich mir vielleicht nicht den Weg blockieren, weil wenn ich sterbe, ist vorbei.
Naja, wenn du stirbst auch. Aber wenn ich da hinten ankomme, ist wahrscheinlich Cutscene und du bist gerettet. Wenn du hinten ankommst, passiert wahrscheinlich gar nichts. Scheiß Kisten! Jawohl. Irgendwie komische Kameraperspektive. Ich habe mich hier zweimal dadurch im Kreis gedreht einfach. Ich hätte mal hinter dir, da habe ich einen besseren Ausblick. Ja. Vorwärts. Oh. Du musst schnell in die Rettungskapsel, was eher aussieht wie eine Bombe. Und du hast einen Haken. Ja, der kommt doch jetzt zum Einsatz, oder? Ich weiß nicht. Also so groß war das Boot jetzt nicht, dass wir so lange fliegen können. Tada! Ja. Aber jetzt gehen wir erstmal ganz kurz. So viel zum Rettungs-U-Boot. Zeit für Plan B. Ich glaube, das ist kein U-Boot, sondern das ist, glaube ich, eine Unterwasserstation. Okay, wir müssen also nach oben. Nur nach oben. Alles klar. Ja, du musst vor. Die Torpedosteuerung müsste da vorne sein. Und ab geht's! Ich frage mich, ob Sie zusehen, Simmons. Ja. Erst ich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ey. Ich hab keine Ahnung, wo ich langlaufe. Ich auch nicht. Ich laufe dir aber gerade hinterher. Ich weiß nicht, ob das die beste Idee ist. Das Wasser steigt schnell. Beeilung. Ach. Die Kamerawechsel sind für den Arsch. Du bist für den Arsch. Wenn ich ausrutsche, bin ich erledigt. Wenn ich ausrutsche, bin ich erledigt. Zum Glück redet deiner nicht so viel. Er ist ja der schweigsame Typ. Ja. Ihm hat man damals den Zug losgeschnitten. Ja, ab ins Wasser. Los, zeigen wir zu starke Strömung. Irgendwo muss hier doch ein Abstellventil sein. Hier muss doch irgendwo da ein hinten gegenschießen, oder? Oder so. So. Und dreh! Ich bin ja der beste Dreher, den es gibt. Ich kann es eh nicht machen. Achso, ich muss wieder zurück. Ja! So. Go! Oh Mann, du blockst mich, ey, ohne Scheiße. Geh doch mit deinen Rattenfreunden kuscheln, ey. Hat sich voll gelohnt, dass du vorgegangen bist, echt. Da, du musst oben hin. Ja, du sagst das so leicht, ich hab die Option nicht bekommen. Sie ist erstmal lieber dreimal gegen die Wand gerannt. Das U-Boot sinkt schnell. Geilen Arsch. Schön weich. Tja. So muss das sein. Ey. Schneller. Ja, ne? Ja. Oh man, go! Das fällt hier gleich auseinander. Wir müssen schneller sein. Oh man. Die Kamera ist hier gar nichts. Yes! Erstmal gegentreten. Also ob das das Wasser aufhält. Na, ein bisschen erstmal schon. Erstmal teleportieren. Erstmal so auf einen neuen Agent muss her. Ja. Ich hab schnell einen neuen Agent herbeordert. Du siehst komm, schräg aus. Ich hab keine Zeit für dich. So. Also für Kisten hab ich immer Zeit. Hey, da ist so ein Ding. Keine Ahnung, was sie bringen. Geh weg! Ich kann hier nicht dichter ran. Ja. Wir liegen jetzt beide am Boden, oder was? Ja. Das ist ja geil. Ich sehe das Vieh nicht mal. Ja, wir werden sterben, oder? Ja, mein Freund. Diese scheiß Bienen oder was auch immer.
Ey, ich lieg schon wieder. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen, glaube ich, das Vieh töten. Ah, ich bin tot. Ich kann doch nicht schießen oder sowas. Okay, du bist tot. Nein! Jetzt redet er plötzlich. Nein! Der stumme Schleicher. Wie so ein schlechter Stalker, ist das? Der den ganzen Platz ist. Okay, jetzt töten wir halt das Vieh. Ja, dann töten wir das Vieh. Du siehst schräg aus. Gut, dass du mich voll in das reinkickst, in das scheiß Biest. Seh's nicht mal. Hast du gerade gespawnt, als du mich weg... Ja, wo ist das? Ja. Guter Schuss, ey. Richtig guter Schuss in meinen Arsch, ja. Und wir standen neben mir. Hm. Ist das mal tot? Ja, ich hab's erledigt. Aber wir hätten nur in diese Richtung brauchen, ne? Toll. Ja gut, das muss man schon wissen. Habe ich dir umsonst dein Leben gerettet? Mein Kunde ist gerade voll erschöpft, ey. Hierfür wird mehr als ein Handabdruck notwendig sein. Ich brauche Strom, wenn ich diese Torpedos benutzen will. Ne, machen wir den Strom wieder an. Wo ist denn das Problem? Na, fragen wir auch. Hier durchhüpfen, da durchhüpfen. Und hier in den Abgrund springen. Ja, noch so ein Vieh. Immer noch eklig. Zwei davon. Hey, ich kann schwimmen gehen. Hey, sie kann doch schwimmen gehen, das ist doch. So. Okay. Ich bin jetzt echt komplett nass. Alles gut. Ja, und ich kann nicht weiterlaufen, okay. Weil ich nicht verstanden habe. Strom ist da. Ins Wasser. Mal sehen, wie viel Überzeugungskraft ja, konnte ich nicht. Ist. Oh, jetzt bin ich wieder bei dir. Ah, ich bin so, das U-Boot ist hin. Zeit für einen starken Abgang. Oh. Ich kann ja nicht mal helfen, ne? Ja, wie willst du mich auch gegen eine kleine Million Viecher beschützen, ey? Ich kann einfach wieder tauchen, ey. Okay, jetzt, ey. Wo mal längs muss ich denn jetzt? Andere Richtung. Da nichts. So, bisschen schneller schwimmen. Und noch ein bisschen. Und auftauchen. Jetzt bin ich wieder richtig feucht. Ich auch. So. Ist bestimmt hier durch. Das wird doch nach oben. Ja, ich suche es doch, ey. Aha. Da waren wir doch gerade schon. Ja, was weiß ich denn, Mann? Sag du mir, wo es längs geht. Solche dummen Sprüche dann, ey. Wenn man sich selber keinen Meter selber bewegt hat, ey. Stirbt aber auch nicht. Das ist sowieso super, weil ich habe jetzt nur noch Armbrust und mit der Armbrust treffe ich die Dinger ja niemals. Ey. Was war jetzt denn dieses Scheißvieh? Wir müssen irgendwie nach oben, das ist mir auch klar, aber wie denn, ey? Ich kann mich hier nirgendwo lang ziehen.
Alter, ja. Man sieht eine Fliege und ist dann direkt auf dem Boden, ey. Das war's. Ja, schießen, ja. Toll, schieß halt. Und tritt's halt weg, ey. Ach, hier ist noch eins. Ich wollte jetzt versuchen, einfach in die Cutscene zu kommen, weil du hättest dich ja zu mir geportet. Du bist nur darüber gekommen. Man kann hochklettern da an der Wand irgendwo. An so einer Stelle. Ich nicht. Das musstest du auch kennen. Ich klicke hier überall, der Taste, aber es geht nicht. Dann bist du an den falschen Stellen. Ich bin ja an jeder Wand ein Stück lang gelaufen. Da. Hm. An jeder lang gelaufen. Oh, da ist mein es doch. Mal ging's dann. Wie viele davon sind denn hier, ey? Die sind nur solche Viecher, ey. Das Wasser. Die Viecher sind mega ätzend. Ich hab mich nicht mal auf den Boden gelegt, ich bin einfach sofort gestorben. Ja. Das U-Boot ist hin. Zeit für einen starken Abgang. Okay. Wenn man schnell ist, schafft man es ja eigentlich von denen weg. Aber wenn man den Weg nicht kennt, dann ist man nicht schnell. Halt. Ja. Was ist das Problem? Haben wir jetzt alle schon an den Strom und so? Nee. Ah doch, Strom ist an, ja doch, klar. Da haben wir ja gerade gestartet. Ja, ich bin direkt gerannt. Sie fragen, ob wir hier ins Wasser müssen wieder. Also nee, ich hab grad andere Probleme. Hier geht's nicht lang. Hauptsache weg von den scheiß Insekten, ey. Dann müssen wir hier durch? Ich hab echt keine Ahnung. Sieht nicht so aus. Aber hier sind Pfeile gewesen. Na ja. Vielleicht müssen wir dann hier rein. Ah, komm gut dann. Um übrigens nochmal auf unser lustiges Diskussionsthema von gestern zurückzukommen. Toll. Ohne Scheiß. Ich gehe hier wieder ins Wasser, die können mich mal. Ja, das ist schon vergessen. Ist wahrscheinlich Resident Evil noch am naheliegendsten, wie so eine Apokalypse ausbrechen kann, nämlich über Gas, über ganze Länder und sowas verstreut. Ja. Und nicht über. Hey, ein Zombie fängt an, andere Zombies zu erschaffen, weil er so ein richtig schöner Knabbermann ist. Mann, ey, das ist doch ein Kotzen! Was ist so ein Labyrinth, ey? Was ist denn das, ey? Ich hasse sowas. Jetzt will mich aber da lang. Jetzt ist man hier doch auch schon wieder an einem Scheißort, glaube ich. Ey. Obwohl, hier ist was. Aber ich hab's eingetreten. Na endlich. Ich dachte jetzt. Ja. Ne, mit Gas machen die das ja hier, glaube ich, immer. Ja. Und das ist ja dann etwas, wo man sagen kann, ja. Okay, der Strom ist da. Das wäre so möglich. Jo Leute, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, wie die Theorie weitergeht. Bis dahin. Ciao, ciao.